Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man den IKEA-Hochstuhl gut befestigen und somit natürlich auch den Antilop-Kinder-Hochstuhl richtig zusammenbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In unserem Sitz befinden sich drei solche Schlitze und da muss ich meinen Gurt jetzt erstmal natürlich richtig rum einfädeln. Und können dann diese drei Plastikteile mal von unten an dem Gurt noch befestigen. Hierfür gebe ich den Gurt erst einmal auf der Rückseite von meinem Plastikteil durch den ersten Schlitz hindurch, ziehe ihn dann auch schon dementsprechend einmal weiter und kann jetzt halt einmal um dieses Plastikteil nämlich herumgehen und somit wieder von derselben Seite durch meinen zweiten Schlitz ganz einfach hindurchfädeln und da natürlich auch schon etwas durchziehen. Danach ziehe ich meine Schlaufe mal noch etwas weiter, dass ich natürlich auch etwas mehr Spielraum habe und kann jetzt nämlich das eine Ende von meinem Gurt dementsprechend wieder durch meinen ersten Schlitz hindurchgeben, dieses Mal aber natürlich von der anderen Seite. Sobald ich das Ganze dann natürlich auch noch dementsprechend etwas fester ziehe, haben wir unten auch schon unsere Schlaufe einmal richtig und somit kann das Ganze hier oben bei meinem Stuhl nämlich nicht mehr rausrutschen. Dasselbe Spiel habe ich natürlich bei meinen anderen zwei Gurtbändern jetzt auch gemacht. Und wenn wir dann doch bemerken, dass der Gurt etwas zu locker für das Kind ist, müssen wir mal wieder unsere Schnalle hier unten mit einer Hand festhalten, den Gurt, der vom Stuhl kommt, etwas weiter durch diesen Schlitz hindurchschieben. Und ich kann auch schon auf der anderen Seite wieder dementsprechend natürlich den Gurt etwas festziehen. Und somit ist der Gurt oben jetzt auch schon deutlich enger. Falls wir ihn übrigens etwas lockerer machen müssen, ähnlich vorgehen, wieder mit einer Hand hier das Plastikteil festhalten, wieder den Gurt von oben etwas lockerer machen und dann können wir nämlich auch schon das andere Gurtende einmal hier etwas in unsere andere Richtung ziehen und somit natürlich dann auch den Gurt etwas lockern. Bei unseren Füßen haben wir auf einer Seite so einen kleinen Druckknopf hier und der muss natürlich auch in das entsprechende Loch hinein, weswegen ich mal den Fuß einfach hier hineingebe, danach diesen Druckknopf etwas nach unten drücke und somit auch schon meinen Fuß weiter reinschieben kann, bis er natürlich auch dementsprechend einrastet. Falls du übrigens noch so einen Tisch mit anbringen möchtest, dieser besitzt zwei solche kleinen Nasen hier vorne und diese Nasen, die kommen anschließend bei unserem Stuhl in diese zwei Schlitze hier außen hinein. Bedeutet, ich muss erst einmal meinen Tisch etwas schräg nach oben halten, schau natürlich, dass die Nasen in die Schlitze hineingehen und danach drücke ich das Ganze einfach mal runter, dass diese Klammern, das sind übrigens vier Stück hier unten drunter, auch schon bei unserem Stuhl richtig einrasten. Und somit haben wir unseren IKEA-Hochstuhl auch schon richtig zusammengebaut und natürlich auch unseren Gurt befestigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Hochstuhl, einen Tisch oder natürlich auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Sitzbezüge oder auch einen weiteren Gurt zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.